Ach, herrlich. Im Werbespot heißt es, den Sommer mit allen Sinnen genießen. Hübsch gekleidete Menschen, alle ein bisschen elitär und dann so ein eleganter Snack. Jetzt gibt es eine ganz neue Art, Süßes zu genießen. Ob das hier wirklich so fein und einzigartig ist, das schaue ich mir jetzt mal ganz genau an. Komm, wir kommen hoch. Rich, Richer, Raffaello und Rocher. Ferrero verkauft seine beiden Klassiker als exklusive Pralinen. Doch die Zutatenliste sieht alles andere als edel aus. Geht los. Mit Fett. Sebastian zeigt euch, wie Ferrero 2 aus 1 macht und dabei mit billigen Zutaten für ordentlich Marge sorgt. Ferrero Rocher ist die schokoladige Schwester von Raffaello. Knackige Haselnuss, cremige Füllung und zarte Schokolade in einer goldenen Hülle. Ferrero Rocher, erwecke das Gold in dir. Die Werbung verbindet Rocher mit exklusiven Events oder Weihnachten. Raffaello dagegen steht für sommerliche Leichtigkeit und Exotik. Die Werbung verkauft uns zwei komplett unterschiedliche Welten. Zwei komplett unterschiedliche Produkte. Dabei wird bei der Herstellung trickreich gespart. Wir machen gleich zwei Produkte auf einmal. Super einfach. Die Zusammensetzung so ähnlich, Sie werden es mir kaum glauben. Geht los natürlich mit der knusprigen Hülle. Für Rocher und Raffaello stellt Sebastian Lege den gleichen Teig her. Hauptsächlich aus Mehl, Natron und Wasser. Unser Bubble-Waffeleisen. In der Fabrik sieht das natürlich ganz anders aus. Aber natürlich schaffen wir es wie das Original. Der Teig muss sich außen am Eisen sammeln, damit innen ein Hohlkörper entsteht. Das macht irgendwie auch Spaß. Das sieht doch gut aus. Perfekt, da sind ein paar richtig schöne dabei. Und das Witzige ist, ein Herstellungsgang für zwei Produkte. Genau. Ein und dieselbe Form. Der eine Teig mit ein bisschen Kakaopulver, aber ansonsten alles gleich. Die Halbkugeln müssen kurz in den Ofen, damit sie trocken und knusprig werden. Und jetzt kommt der Hauptakteur in unserem kleinen Pralinentheater. Die Fettcreme. Geht los. Mit Fett. Und zwar billiges Palmfett. Sehr beliebt in der Lebensmittelindustrie und nicht besonders edel. Ja. Das ist jetzt nichts hier mit weißen Hüten und der Wind weht, ne? Dazu gibt Sebastian Lege jede Menge Zuckersirup. Rocher und Raffaello bestehen zu über 80% aus Fett und Zucker. Geschmack liefern Salz und Vanillin. Dazu ein Emulgator und Süßmolkenpulver. Ein Abfallprodukt der Käseherstellung. So lässig ist das mit der Süßmolke. Da kommt doch keine frische Milch rein. Und soll ja ein schön sahniges Gefühl geben. Ja, das ist cremig, lecker. Das ist wie so ein kleiner Tango auf der Zunge. Rein damit. Der Mixer verwandelt die Zutaten in eine scheinbar edle Creme. Sieht jetzt aus wie leckere Schlagsahne. Und jetzt kommt der eigentliche Trick. Raffaello und Ferrero Rocher enthalten die gleiche Basiscreme. Für den Rocher-Geschmack gibt Sebastian Lege noch etwas Haselnussmus und Kakaopulver dazu. Das erzeugt die braune Färbung. Perfekt. Jetzt Raffaello. Hier setzt er der Basiscreme Magermilchpulver zu und Tapioca-Stärke als Bindemittel. Jetzt wird's karibisch. Jetzt machen wir Coco, Coco Jumbo. Kokosraspel schmeckt kaum nach Kokos. Und da kommt Kokosnussaroma. Boah. Zack. Fertig ist die Kokoscreme. Das war's schon. Gleiche Grundmasse, zwei verschiedene Geschmacksrichtungen.
Gleiche Form, ähnliche Fettcreme, andere Nuss. Sebastian Lege hat die Süßigkeiten schon fast nachgebaut. Die Raffaello-Kugel bekommt noch einen Überzug. Dazu braucht Sebastian Lege Shea-Butter, Magermilchpulver, in Wasser aufgelösten Zucker und Lecithin für die Bindung. Da kannst du auch die Tapeten zu Hause mit rankleben. Das kann noch ein bisschen runterkühlen. In der Zeit können wir schon unsere nächste Hülle machen. Und die ist genauso einfach. Schokolade, ein paar Haselnüsse, zack. Schon ist der Rocher-Nachbau fertig. Raffaello braucht noch eine letzte wichtige Zutat. Ein Tusch bitte. Die Kokosnuss. Kokosraspel geben Raffaello-Pralinen den karibischen Touch. Durch Fettcreme außen festgeklebt. Ha, da ist sie. Und der nächste bitte. Sebastian Lege hat aus vielen Zutaten zwei angeblich edle Süßigkeiten gebaut. Haha, sehen die gut aus. Ihre Zusammensetzung erstaunlich ähnlich. Haha. 1:1. Und die hier? Ha! Sie wissen jetzt, was da drin steckt. Wie gesagt, ein Haufen Fett und Zucker. Ob hier die Leichtigkeit im Sommer dann verschwindet? Hm? Rocher und Raffaello, weder exklusiv noch hochwertig, sondern vor allem eines, günstig herzustellen. Ein paar Veränderungen erschaffen zwei ganz unterschiedliche Süßigkeiten. Für Ferrero ein lukratives Prinzip. Für Hersteller ist es super attraktiv, wenn Produkte sehr ähnlich nach einem Baukastenprinzip zusammengesetzt sind. Denn dann brauche ich für verschiedene Produkte die gleichen Maschinen, muss also keine weiteren kaufen. Das spart natürlich bares Geld. Ferrero setzt häufiger auf den Standardtrick. Im Sortiment stecken immer wieder gleiche Formen und ähnliche Zutaten. Nutella gibt es nicht nur im Glas, sondern auch als Snack oder Dip. Das Ergebnis? Eine scheinbar riesige Produktpalette. Rocher und Raffaello sind gar nicht so einzigartig, wie es auf den ersten Blick scheint.